Herzlich willkommen zu Vision to Web, Ihrem Live-Kanal Ihrer Fachzeitschrift Industrielle Automation hier von der Messe Vision 2016 in Stuttgart. Zu Gast habe ich heute Nachmittag Herrn Grimm von der Firma Polytech. Herzlich willkommen bei uns. Freut mich. Herr Grimm, welche Themen bringen Sie denn mit als Polytech zur diesjährigen Vision? Wir haben neben unserem ganzen Spektrum an Bildverarbeitungskomponenten, das wir eigentlich standardmäßig auf die Vision immer mitbringen, sogenannte Randthemen dabei, die jetzt nicht im Kernbereich der Bildverarbeitung liegen, sondern eher im Randbereich. Dazu zählt unserer Meinung nach zum Beispiel die NER-Technologie, die zwar jetzt immer weiter in die Bildverarbeitung reinrutscht und auch schon ein etabliertes Thema ist, aber auch Themen wie Hyperspectral Imaging, also spezielle Multispektralkameras und Sensoren, genauso wie das Thema Time of Flight, das immer mehr an Bedeutung gewinnt und aber bisher zumindest auch noch nicht wirklich in der Bildverarbeitung beheimatet ist. Und so versuchen wir eben auch Randthemen zu adressieren auf der Vision, um auch zu schauen, sind das Themen für die Zukunft, die für die Bildverarbeitung interessant sind. Wen sprechen Sie dann letztendlich damit an? Das ist eine gute Frage. Also unsere Kunden oder die Adressaten, die sind sehr breit gefächert. Das geht von Instituten, von Forschungseinrichtungen über Industrieunternehmen bis zu Hochschulen oder auch staatlichen Einrichtungen wie der Bundeswehr, sind wir da sehr breit aufgestellt. Mhm. Welche Anwendung kann man sich da so vorstellen, gerade bei den Time of Flight oder bei den NER-Kameras? Beim Thema NER-Kameras adressieren wir eher die High-End-Anwendungen, also nicht die NER-Kameras, die jetzt in der breiten Spektrum der Bildverarbeitung Anwendung finden, sondern eher Anwendungen, die auf sehr gute Produktparameter ansprechen. Das können dann sein, zum Beispiel in der Solarindustrie, dass Halbleiterprodukte überprüft werden, oder auch andere Bereiche, wie zum Beispiel im Food-Bereich, im Nahrungsmittelbereich, die Kontrolle von Nahrungsmitteln, die immer stärker relevant wird. Da spielt NER eigentlich zunehmend eine Rolle. Mhm. Polytech ist ja in Deutschland ein eingesessenes Unternehmen. Ich habe gehört, Sie möchten auch ein wenig expandieren, globale Märkte erobern. Ja, vielleicht können Sie uns da was zu erzählen. Ja, wir versuchen eigentlich mit unserem Wachstum im Moment uns insofern zu internationalisieren, als wir aus dem Kernbereich, dem deutschsprachigen Bereich, den wir bisher bedienen, mehr nach außen gehen, den europäischen Bereich adressieren. Und das tun wir, indem wir etablierte Partner, die wir hier in Deutschland bisher vertreten, auch europaweit vertreten. Als Beispiel kann man da nennen zum einen Spectrum Illumination, ein US-amerikanischer Hersteller für Bildverarbeitungsbeleuchtung, die sich spezialisiert haben auf sehr lichtstarke und große Beleuchtungen für hohe Arbeitsabstände, für große Arbeitsabstände. Und diese Firma vertreten wir jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr europaweit. Ja, das war's von dieser Stelle wieder für den Moment. Das war Vision to Web, live hier von der Stuttgarter Messe, von der Vision. Herr Grimm, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr Schaar.